Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Erinnert ihr euch an eine Zeit, in der Computerspiele noch großartig ohne irgendwelche sensationellen kommerziellen Hintergedanken programmiert wurden? An eine Zeit, in der sich die Entwickler noch Zeit nahmen für ewig lange Intros, in denen sie mit viel Liebe zum Detail ihre eigenen Namen versteckten oder auch eben ganz offen kundtaten. Das Spiel Schatten über Riva, das wir heute spielen werden, ist Teil der sogenannten Nordland-Trilogie. Ein Spiel, das in einer Fantasy-Welt angesiedelt ist. Ein Rollenspiel, in dem man eine Truppe aus Helden spielt. Die Welt des Schwarzen Auge, so heißt ich würde sagen Fantasy-Kosmos. Und es ist ein Spiel aus den 90er Jahren, eine Trilogie, wie gesagt. Wir spielen jetzt mittlerweile den dritten Teil der Nordland-Trilogie. Die beiden anderen habe ich schon gespielt und möchte euch an der Stelle auch direkt darauf hinweisen, falls euch dieses Projekt interessieren sollte. Schaut doch bitte zuerst die Schicksalsklinge, das ist das erste Let's Play, das ich dazu gemacht habe, und danach Sternenschweif, das zweite Let's Play, das ich dazu gemacht habe. Dann werdet ihr auch die Helden, die wir spielen, etwas ausführlicher kennenlernen. Ich war jetzt mal gerade so frei und habe den Sound an der Stelle gemutet, werde den gleich wieder anmachen, möchte euch aber darauf hinweisen, dass wir natürlich als Experten in diesem Spiel unterwegs sind. Und dann werde ich auch mal die Truppe einladen, die wir bereits aus den vorangegangenen Teilen kennen. Erlaubt mir doch bitte an der Stelle euch noch mit ein paar weiteren Informationen über diese hervorragende Spielserie zu langweilen. Ich habe ja eben bereits gesagt, wir spielen den dritten Teil der Nordland-Trilogie. Er erschien im Jahre 1996. Ist damit also sensationelle 19 Jahre alt, also wahrscheinlich auch älter als manch einer der Zuschauer. Als dieses Spiel rauskam, war ich gerade 16 und mitten in der Pubertät, und ihr kennt das ja, wie das mit pubertierenden Jungs so ist, die vor Testosteron strotzen. Die sitzen natürlich zu Hause vorm Computer und spielen Rollenspiele. Zumindest war es bei mir so. Wie das bei den anderen ist, habe ich keine Ahnung, denn ich habe hier nur vorm Computer gesessen und Rollenspiele gespielt. Spaß beiseite an der Stelle, ich habe auch das Pen and Paper Rollenspiel von Das Schwarze Auge gezockt über mehrere Jahre hinweg. Es ist ein Pen and Paper, das mir immer viel Freude bereitet hat. Das ist dann ein bisschen verloren gegangen, nachdem sich die Rollenspieltruppe dann aus beruflichen Gründen so mehr oder weniger in alle Windesrichtungen verteilt hatte. Oder in alle Himmelsrichtungen, muss ich sagen. Windrichtungen ist ja eigentlich irgendwie Quatsch. Weil das richtet sich ja nach den Himmelsrichtungen. Egal. Ihr merkt schon, bei mir geht es ein bisschen drunter und drüber mit den Gedankengängen. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das Spiel entstand aus einer Firmenproduktion namens Attic. Das heißt auf Deutsch so viel wie Dachboden und ist darauf zurückzuführen, dass in der Tat die erste Produktion der Schwarze Auge Teile, also der Nordland-Trilogie, auf einem Dachboden oder in so einem kleinen Kabuff stattfand. Ich habe am Anfang schon gesagt, solche Spiele werden heute nicht mehr unbedingt produziert. Jetzt würde ein oder andere sagen, ja Moment mal, aber so kommerziell nicht wirklich erfolgreiche Spiele, die gibt es doch immer noch. Man braucht ja nur mal auf Kickstarter reinzugucken. Das ist durchaus richtig. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, dass dieses Spiel vor 19 Jahren entstand. Damals gab es kein Kickstarter oder irgendwas Vergleichbares. Diese Leute haben tatsächlich bei einem Publisher namens Topware Interactive diesen Teil hier verlegt. Und er ist also wirklich dann verkauft worden, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 40 Mark hat das Spiel gekostet. Das war für damalige Verhältnisse recht teuer. Diese Spiele waren alle nicht gerade so billig. Aber sie hatten auch eine sehr geringe Auflage eigentlich. Und mit Schatten über Riva, warum machte man diesen dritten Teil? Nun ja, die ersten beiden Teile waren doch in der Tat recht erfolgreich. Also auch, weil da eine sehr tolle Story hintersteckte. Und in die möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Wir laden den Spielstand vom Ende von Sternenschweif. Das war der letzte Teil, den wir gespielt haben. Für alle nochmal, die jetzt die Parts suchen. Ich habe die Playlists jeweils hier drin verlinkt. Das erste war
Sternenschweif war der zweite Teil. Schicksalsklinge ist der erste. Würde euch dann empfehlen, doch mal in der Schicksalsklinge reinzugucken. Ihr werdet auch direkt sehen, das sieht alles ein bisschen anders aus. Man hat in der Tat das Grundprinzip beibehalten, aber an der Optik immer ein bisschen was verändert und auch an der Steuerung. Und das gilt auch für diesen Teil. Dann gucken wir mal. Erfolgreich importiert. Jetzt bin ich gespannt. Da sehen wir unsere Truppe aus Kurklim, Zardine, Handor, Streitwart, Kailane und Andrea. Im letzten Teil haben wir gegen Arkandor, den Drachen des Namenlosen, ein Diener des Namenlosen, der insofern in Anführungszeichen inoffizielle 13. Gott der Welt von Aventurien. Wir haben ihn besiegt, wir haben gegen ihn gekämpft und dennoch scheinen die Gefahren nicht ganz überwunden zu sein. Uns verschlägt es in die wunderschöne Stadt im Norden des Landes Riva. Und was hier vor sich geht, das werden wir diese nette Tempeldienerin in Kürze fragen, nachdem ich den Sound wieder eingeschaltet habe. Und ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe eben so einen kleinen Soundtest gemacht, es müsste alles stimmen. So, erstmal genug damit. Wir begrüßen Sie, die 12 zum Gruße. Erlaubt mir, das Wort an euch zu richten, tapfere Recken. Wie ihr vielleicht gehört habt, breitet sich die Angst vor einem Angriff der Orken in der Stadt aus. Viele aufrechte Bürger der Stadt benehmen sich seit geraumer Zeit seltsam. Es wird viel geredet, doch nichts wird unternommen. Seit einigen Jahrzehnten lebt im Norden der Stadt eine Sippe der Hohlberker, halb Elf, halb Ork. Die Hohlberker werden in der Stadt nur geduldet, weil sie gute Kontakte zu den Orks haben. Aber andererseits glauben viele Bürger, dass die Hohlberker die Drahtzieher des Orkenaufstands sind. Möglicherweise ist es den Hohlberkern auch gelungen, einige Bürger Rivas unter ihre Kontrolle zu zwingen. Könntet ihr als Fremde euch nicht ein wenig in der Stadt umhören? Das natürlich lieben gern. Ich kenne, glaube ich, diese Audiosequenz so nicht. Es kann sein, dass die in der Tat neu war bei dieser Auflage von Schatten über Riva. Das ist, glaube ich, mittlerweile Version 1.2. Also es ist gar nicht mehr diese ursprüngliche. Naja, egal. Wir fragen, könnt ihr uns noch ein paar Fragen beantworten? Oh, Elia Carbet, Dienerin der Travia. Selbstverständlich, was wollt ihr denn wissen? Wir wollen noch etwas über Riva in Erfahrung bringen. Gab es in letzter Zeit noch irgendetwas Ungewöhnliches in dieser Stadt, von dem ihr berichten könntet? Im Firun-Tempel, leicht östlich der Brücke, über den Quill, haben die Geweihten Probleme. Auf dem Friedhof soll es seit neuestem spuken. Oha, das klingt in der Tat etwas merkwürdig. Berichtet uns doch noch etwas mehr über diese Hohlberker, sofern ihr denn möchtet. Die Göttin des Herdfeuers wird sicherlich nichts dagegen haben, wenn wir noch eine Zeit im Tempel verweilen. Ach, wenn ich es nur selbst glauben könnte, alle reden davon und vieles deutet darauf hin, wenn ihr nur herausfinden könntet, was in dieser Stadt wirklich los ist. Ja, also vielleicht gibt es dann eben doch diese Verschwörung oder gibt es sie nicht? Wir fragen noch einmal kurz nach den Orks, denn die Orks sind ja immer noch hier in der Gegend unterwegs. Wisst ihr noch etwas über die Schwarzpelze? Nein, mehr kann ich euch über die Schwarzpelze nicht erzählen. Dann fragen wir nochmal ganz kurz nach der Göttin des Herdfeuers, werden dann wahrscheinlich den Tempel verlassen. Euer Haus ist rege besucht. Ja, wer ohne Obdach oder Nahrung ist, findet im Haus der Göttin, was er benötigt. Riva ist eine große Stadt, da gibt es auch viele Bedürftige. Und in diesem Sinne sollten wir natürlich auch etwas der Travia spenden. Travia sei mit euch und die Zwölfe mit euch. Sollen wir mal 10 Dukaten spenden für die Armen? Machen wir mal. Und dann werden wir noch kurz ein paar Gebete einschieben. Ach, guck mal da, der Streitwart wird sogar geheilt und Kuklim auch. Ach, das ist aber, ne, ihr seht also, die Götter in Aventurien sind mit uns, aber wir haben ja auch schon viel im Dienste der Göttin oder der Götter der Zwölfe, viel im Dienst der Zwölfe geleistet. Wir sind in der Stufe 9 momentan unterwegs. Wir haben noch ein paar magische Ausrüstungsgegenstände bei uns. Wir haben diese schwarze Statuette, glaube ich, aus dem Tempel des Namenlosen mit
genommen. Ich will gar nicht alles davon irgendwie loswerden, denn ich finde ja schon irgendwie, dass wir... ach, guck mal, da ist unsere Drachenklaue, unser Andenken. Ich finde schon, dass wir so ein paar Andenken eben behalten sollten, ne? Wir haben noch den Drachentöter. Und wir sind ja ansonsten mit magischen Gegenständen regelrecht gesegnet. Warum hat sie eigentlich nichts mehr zu trinken dabei? Achso, wir haben diesen magischen Wasserschlauch, ne? Irgendwo, wo ist er denn? Da, Streitwart hat den. Es gibt noch einen magischen Proviantbeutel, den findet man aber, glaube ich, erst in diesem Teil. Ich werde versuchen, so viel wie möglich hier zu finden, kann es aber nicht versprechen. Und ich habe hier nur so einen magischen Helm da am Start. Da müssen wir auch mal reingucken. Und eine ganz hervorragende Kristallkugel. Das sieht ja mal toll aus. Okay, ich muss sagen, es ist schon sehr lange her. Und der Grund, warum ich jetzt damit anfange und ausgerechnet heute noch anfange, ist ja, weil viele nicht mehr daran geglaubt haben, dass ich mit diesem Let's Play noch vor Jahresende beginnen werde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte es jetzt einfach nur noch anfangen und werde versuchen, das noch, werde versuchen, euch das zu zeigen. Erstmal so ein bis zwei Parts pro Woche. Mal gucken, wie viel ich davon schaffe. Ich habe ja noch andere Projekte am Laufen. Verlassen wir den Tempel. Es passiert etwas. Noch nicht. Okay. Also sehen wir schon irgendetwas auf der Karte. Also wir stehen hier vor dem Travia-Tempel. Die Karte scheint ja recht groß zu sein. Wir müssen mal gucken. Die Steuerung ist überarbeitet worden. Wir sehen jetzt hier offenbar den Quill, wenn das richtig ist. Den großen Fluss in der Stadt. Gucken mal, wie weit wir da noch laufen können. Da geht's nicht hoch. Es ist ewig lange her, dass ich das gespielt habe. Und aus irgendeinem Grund ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, ich muss mal hier meine Performance ein bisschen aufpeppen. Hier geht's auch nicht weiter. Da ist ein Kanaldeckel. Da kann man bestimmt irgendwann später reinklettern. Oder so ein Kanalgitter. Was ist das hier? Mit der Leertaste kann man interagieren, wenn man genau vor der Tür steht. Schankstunde von Beginn der fünften Nachmittagsstunde bis gegen Ende der dritten Nachtstunde steht auf einem Schild neben der Tür. Das heißt, die es ist eine Taverne und sie ist noch nicht geöffnet. Okay. Da sind viele große Lagerhäuser, wie es aussieht. Viele kleinere Häuser. Und hier Boronsräder. Ist etwa hier der Boronsanger, der Friedhof? Wollt ihr den Boronsacker betreten? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ich habe gehört, da soll es spuken. Wir sollten, also wir haben ja zwei Anhaltspunkte bekommen und denen sollten wir jetzt zuerst mal nachgehen. Also einmal der Firun-Tempel, den wir suchen sollten. Das ist hier. Ach ja, guck mal, da ist ja der Firun-Tempel. Da sagen wir doch direkt mal Hallo. Firun zum Gruße. Zum Gruße. Erfreut blickt euch die Geweihte entgegen. Sie hat euch sicher von den Untoten auf dem Boronsanger erzählt. Die Geweihte wirkt schon wesentlich weniger erfreut, als sie eure Verwirrung bemerkt. Nein, das hat sie wohl nicht, aber ihr könnt das Versäumnis gerne aufholen. Seit einigen Wochen spukt es auf dem Boronsacker. Der Boronsdiener wurde sogar schon von Untoten angegriffen. Natürlich passieren derartige Dinge nur, wenn die Garde den Friedhof gerade mal nicht überwacht. Seltsam. Boronsdiener, fragen wir mal zurück. Eborius. Was soll denn das da jetzt? Ach, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt ist diese
Jetzt ist es weg, weil ich aus Versehen die rechte Maustaste gedrückt habe. So, also nochmal die ganze Sache. Also, ich lese jetzt nochmal die Geschichte vor. Firun zum Gruße. Elia Karbeck schickt uns zu euch. Erfreut blickt euch die Geweihte entgegen. Sie hat euch sicher von den Untoten auf dem Boransacker erzählt. Die Geweihte wird schon wesentlich weniger erfreut, als sie eure Verwirrung bemerkt. Nee, das hat sie wohl nicht, aber ihr könnt das Versäumnis gerne aufholen. Seit einigen Wochen spukt es auf dem Boransacker. Der Boransdiener wurde sogar schon von Untoten angegriffen. Natürlich passieren derartige Dinge nur, wenn die Garde gerade den Friedhof mal nicht überwacht. Boransdiener Eborius Arstena, der Totengräber, ist es nicht gewohnt, dass seine Kunden irgendwann wieder auftauchen, geschweige denn ihn angreifen. Er ließ sich trotz allem nicht dazu bewegen, seine Hütte auf dem Friedhof zu verlassen und zwischenzeitlich in einer Herberge zu wohnen, obwohl die Stadtverwaltung die Kosten übernommen hätte. Falls ihr euch der Sache annehmen möchtet, sagt Eborius einfach, dass ich euch geschickt hätte. Außerdem könnt ihr in der Stadt bei Thorgrim, dem Starken, vorbeischauen. Der Zwerg wohnt etwas südlich des Marktplatzes. Er wollte sich der Sache schon alleine annehmen und ich konnte ihn nur mit Mühe davon abhalten. Das klingt interessant. Wisst ihr denn, also gut, Sina Leska, erstmal vielen Dank für diese Informationen, aber wisst ihr denn etwas über die Holberger? Seitdem die Orks die Städte des Sveltals überfallen haben, hat sich die Haltung der Stadtbewohner gegenüber den Holbergern deutlich verschlechtert. Die Holberger dagegen haben sich überhaupt nicht verändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei dem Orkaufstand eine Rolle spielen. Und was sagen denn die Orks dazu? Nein, also mehr kann ich euch jetzt über die Schwarzpelze auch nicht erzählen. Okay, wie ist denn die Haltung Firuns? Hier im Norden des Landes wird der weiße Jäger stärker verehrt als in anderen Regionen Aventuriens. Nur wenige Geweihte sind in Tempeln zu finden. Die meisten messen sich im Wettstreit mit den Kräften der Natur. Und Ifirn, seine Tochter? Wo Firun mit kalter Wut tobt, können die Menschen noch auf die milde Gerechtigkeit seiner Tochter hoffen. Denn Ifirn ist voller Gnade für die Menschen. Das ist doch mal... Okay, gut, ja. Dann sollten wir mal diesen Zwerg aufsuchen, mein Streitwart. Und sie sagt auch, also Sina sagt auch, ich muss mich nun wieder meinen Angelegenheiten zuwenden. Gute Jagd noch allerseits und gute Jagd euch auch. Und wir fragen mal, Andrea fragt Kurglim mal, kennst du diesen Thorgrim? Und Kurglim sagt nur, also so stark kann er nicht sein, der stärkste Zwerg bin immer noch ich. Und wenn es einen Zwerg gäbe in Aventurien über der Erde, der stärker wäre als ich, bei Angrosch, ich hätte von ihm schon erfahren. Dann laufen wir mal über diese Brücke, denn ich glaube, der Marktplatz ist auf der anderen Seite. Daran meine ich mich auf jeden Fall zu erinnern. Schon von Weitem ist Krawall zu hören. Inmitten einer lärmenden Menschenmenge tragen vier kräftige Männer vorsichtig eine große, ausgebreitete Decke, auf der eine kleine Gestalt liegt. Etwa ein Dutzend Männer und Frauen laufen ständig um die Träger herum und geben gute Ratschläge, wie der Transport noch besser zu bewerkstelligen sei. Der Rest der Menge ist in zwei verschiedene große Lager gespalten, die wohl auch zwei verschiedene Meinungen vertreten. Nach einigen Versuchen gelingt es Kurglim, einen Vertreter der kleineren Gruppe in ein Gespräch zu verwickeln. Völliger Blödsinn, brüllt der Mann. Die Wahrsagerin hätte ihm genauso gut helfen können. Stattdessen tragen sie ihn quer durch die Stadt. Quenya mag vieles wissen, was uns ewig verborgen bleiben wird, aber bei der Kräuterkundigen ist der Zwerg auf jeden Fall besser aufgehoben, fährt eine Frau aus dem anderen Lager dazwischen. Okay, gut, diese Stimme konnte ich jetzt nicht im Vorfeld antizipieren. Also es wurde ein Zwerg verwundet und die Leute streiten darum, zu welcher Heilerin er gebracht werden soll, fasst Kurglim seine Erkenntnisse zusammen. Prüfend mustert er die Menge, dann läuft er entschlossen auf einen Torwaller zu, der einen sowohl aufrechten als auch kriegerischen Eindruck macht. Die Zwergenmine wurde von einem Stoßtrupp der Orks überfallen. Diese Prembutnasen mit ihrem kleinlichen Streit um die beste Heilerin. Wir stellen ein Kommando zusammen und werden es den elenden Schwarzpelzen schon zeigen, dröhnt der Torwaller. Einige der Umstehenden klatschen eifrig Beifall. Wir werden diese Brut überrollen wie die Lawine, die vor Jahren über die Mine niederging. Aha, da wurde also mal... Notiz für Handor. Er klopft sich ein bisschen an den Kopf. Okay. Aha. Lawine, Zwergenmine, alles klar, ist gespeichert.
Schließlich gelangt der Pöbel dem Haus der Kräuterkundigen, gelangt der Pöbel am Haus der Kräuterkundigen an. Die Frau scheint ihr Geschäft zu verstehen, denn sie weist zuerst sämtliche Unbeteiligten vor die Tür. Die Menge rottet sich unter Führung des Torwallers zusammen und mit lauten Parolen gegen die Orks strebt sie dem Marktplatz zu. Und auf diesem stehen wir jetzt offenbar auch. Je näher ihr dem Markt kommt, desto leiser werden die Parolen. Als ihr den Marktplatz erreicht habt, schaut ihr euch erstaunt um. Von dem angekündigten Kommando ist weit und breit nichts zu sehen. Der Mob ist spurlos verschwunden. Einzig der Torwaller hat es bis zum Marktplatz geschafft. Doch angesichts der Situation beschließt er lieber, ein Trinkkommando zu bilden und verschwindet in der nächsten Taverne. Das ist interessant. Und wir stehen jetzt hier. Das ist, glaube ich, die Markthalle. Was ist das? Hier muss wohl der Marktplatz sein, sagt Kurglim. Ja, und das große Gebäude dort drüben ist die Markthalle, erwidert eine vorbeigehende Passantin und zeigt auf das große Gebäude, das sich im Westen des Marktplatzes befindet. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Und dann haben wir hier noch ein paar weitere Häuser. Da ist die Markthalle. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Die erfreulicherweise nicht mehr diese nervige Musik verlautbaren lässt wie in Sternenschweif, was mich ja fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Okay. Man kann also auch Notizen auf der Karte machen und diese wegradieren. Das ist sehr interessant, weil man auf jeden Fall so das ganze Spielgeschehen etwas erleichtern kann. Hier sind so kleine Holzhütten. Ist dieser Zwerg, der Thorgrim, vielleicht in einer dieser? Das Haus ist verlassen. Wir haben ja aber noch ein paar mehr. Wir gucken mal. Dieses Haus ist auch verlassen. Noch eine Hütte hier drüben. Okay, dieses Haus ist auch verlassen, super. Wir laufen gerade Richtung Westen. Haben wir hier noch was? Da ist auch nichts. Und hier? Hier hat früher der Handelsherr Ui Schergeil gewohnt. Erklärt euch ein Passant, als sich auf euer Klopfen nichts rührt. Das Haus steht leer, seit er geflohen ist. Aha. Gut, 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 okay. Hier sind ja noch mehr Häuser. Wir klappern die noch gerade ein bisschen ab und dann werde ich diesen Part beenden. Ich will gerne noch diesen Zwerg finden. Guck mal, was ist hier? Gemischtwaren, Isida Ingstrock. Ist noch nicht so interessant. Wenn der jetzt in dem Haus wohnt, dann ist das aber echt so ein bisschen klischee-mäßig. Das ist eher ein Tempel, würde ich sagen, oder? Ja, Fex-Tempel zu Riva, okay. Da werden wir nachher mal nachfragen. Aber jetzt erstmal suchen wir den Zwerg. Da sind auch noch ein paar Häuser. Da ist noch ein Haus, bei dem die Tür offen steht. Wir klopfen mal an. Ah, Thorgrim, der Starke, da wohnt er ja. Angrosch zum Gruß. Nanu, Besuch wollt ihr denn zu mir? Sina Leska, die Firungeweihte, schickt uns. Es geht um den Boronsacker. Hey, braucht ihr Hilfe? Warte, ich hole schnell meine Axt. Langsam, langsam, wir hätten erst ein paar Fragen. Der Zwerg sieht ein wenig enttäuscht aus. Nun gut, was wollt ihr denn wissen? Über Riva, erzähl doch mal, was gibt es denn hier Interessantes? Das mit der Mine ist nicht zu fassen. Ich bin damals mit den anderen hierher gekommen und habe eine ganze Weile in der Mine gearbeitet, bin dann aber desertiert, wenn ihr es so sagen wollt, wie es Radomil wohl genannt hätte. Was soll's, ich gehörte ja schließlich nicht zu einer Gefolgschaft, sondern war nur angeworben. Interessant, interessant. Und die Orks? Ich bin inzwischen lange genug in der Stadt, um sagen zu können, dass sich tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten seltsam benimmt. Deutlich anders als früher. Diese Leute könnten unter irgendeinem Einfluss stehen. Nutznießer sind auf jeden Fall die Orks. Allerdings passen die Holberker noch nicht so ganz in die Geschichte hinein. Und was hat das mit den Holberkern auf sich? Keiner kennt die Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr. Das ist schade. Aber gut. Dann genug geredet. Was habt ihr denn vor? Könnt ihr noch einen Mitstreiter gebrauchen? Aber gerne. Ja,
klar, seid uns willkommen. Wartet, ich hole noch schnell meine Axt. Ja, ist ja gut. Ich hoffe, er hat sie hinter der Tür hängen. Und dann werden wir jetzt kurz in den Fex-Tempel gehen und dort abspeichern. Und uns dann im nächsten Teil wiedersehen, wenn wir uns dem Boronsang nähern. Und wir spenden 10 Silberstücke für den Gott der Händler. Und werden an der Stelle speichern mit einem neuen Spielstand. Und das nennen wir mal Boronsang. Also wie Boronsanger. Da geht es nämlich jetzt hin.